Ich bin heute in Darmstadt mit Heiko und Roman. Einen Tag mit Heiko und Roman. Und es fängt schon gut an. Eine 5 Kilo schwere Wespenkönigin. Ja, da ist wieder eine, guck. Alles klar. Oh Gott. Oh Gott, das wird was. Da waren wir, da waren wir 12. Unsere Kindheit verbracht, die Jugend verbracht. Als ich 6 oder 7 Jahre alt war, bin ich in so einen Wespenschwarm mal reingerannt. Da wurde ich im Auge gestochen, also an der Tränendrüse direkt. Und seitdem bin ich so ein bisschen paranoid, wenn es um Wespen geht. Aber Bienen sind geil. Ja, ein Wespennest bei uns genau am Balkon für ein paar Wochen. Und dann sind auch immer die Wespen reingeflogen. Seitdem habe ich ein richtiges Trauma. Du hast auch deine Story mit der Roman eine Wespenkönigin gesehen. War Alkohol im Spiel? Nein. Nein, ich war da alleine nachts und die Fenster waren noch auf. Ich habe da allein bei mir im Wohnzimmer gechillt. Ey, da kommt da so ein. Hatte sie eine Krone auf? Es war alles. Ich war da ganz alleine im Wohnzimmer. Die Fenster waren auf. Wir wollten lüften. Es war sehr heiß. Und dann kam der Wespen. Und es war alles still. Ich war ganz entspannt, irgendwie am Handy, keine Ahnung. Und dann höre ich nur so ein richtig voluminöses, tiefes Brummen, so ein bisschen. Und es hat sich halt nicht angehört wie die Wespe oder so, sondern es war größer, ja. Und dann sehe ich nur aus dem toten Winkel, wie so irgendwas ganz Fettes, da so langsam durch den Raum schwebt und es war 100% eine Wespenkönigin. Okay. Ernsthaft, es war 100%. Ich glaube das eben nicht, wirklich. Doch. Ich glaube das eben nicht. Nein, ich habe mir dann eine Jacke angezogen und eine Mütze, weil ich nicht gestochen werden wollte. Du hast ein Bild davon, völlig paranoid. Ja. Und das war eine Wespenkönigin. Das war eine 5 Kilo schwere Wespenkönigin. Und jetzt. Ich hab mal gehört, man soll Wespen einfach bei Namen nennen. Zum Beispiel, das ist jetzt der Herbert oder die Susanne und die muss jetzt mal gehen. Einfach mit ihnen reden, ja. Ich glaube, manchmal reicht es auch einfach, wenn man ein bisschen chillt, wenn eine Wespe da ist. Das ist geil, dass du jetzt quasi auch mit YouTube dann anfängst. Ja, aber was ganz cool ist mit YouTube jetzt an der Stelle, das ist so ein bisschen auch für mich zurück zu den Anfängen. Mhm. Ne? Weil das ist natürlich, so eine Produktion hier ist sehr viel mehr basic natürlich als Fernsehen, wisst ihr ja auch, habt ihr ja alles schon miterlebt. Mehr Rock'n'Roll wahrscheinlich. Ne? Und beim Fernsehen hast du ja immer irgendwie automatisch ein größeres Team dabei und es ist alles wird immer mit mehr Aufwand noch produziert. Das ist oft gar nicht notwendig, aber es wird trotzdem gemacht, weil es halt da ist. Ja. Ne? Und jetzt so dieses, wir fahren dann von A nach B und so habe ich quasi am Anfang auch Fernsehen gemacht. Voll schön, du bist weg zu so gut. Und vor allem, das ist mega schön, ja, wollte ich sagen. Das erinnert mich jetzt, also wir haben jetzt, also das erinnert mich so an unser letztes Jahr, weil als wir letztes Jahr wieder angefangen haben, irgendwie ganz viel neue Musik zu machen und halt an neuen Sound und allem zu basteln und halt ne, erstmal wieder auch back to the roots, ohne 1000 Leute irgendwie, die noch mit im Studio sind. Das war auch so wie früher, weil am Anfang haben wir auch immer nur bei uns irgendwie im Kinderzimmer Mucke gemacht und sowas. Und das war echt so ein halbes Jahr oder so, war das so richtig nur wir beide und es war voll schön, ohne jetzt einen riesen Aufwand und sowas. Ja. Und so ist es natürlich jetzt bei euch auch bei der Musik. Umso größer man wird, umso erfolgreicher man ist, da ist man bei einem großen Label und plötzlich kommt einer und sagt, Jungs, mach mal was anders, das ist gerade total angesagt und das passt doch viel besser zu euch und so. Ne? Und dann überlegt er natürlich auch und denkt dann, vielleicht ist das ja so und vielleicht müssen wir uns ein bisschen mehr dem öffnen. Ne? Aber jetzt macht ihr dann wieder das, worauf ihr Bock habt. Ich habe auch gemerkt, es gab auch, wie gesagt, waren das jetzt 9 Jahre und ich habe gemerkt, da gab es auf jeden Fall eine gewisse Zeit, wo wir auch gemerkt haben, okay, vielleicht ist das, was wir gerade machen, gar nicht mehr das, worauf wir wirklich Bock haben, so zu 100%. Und das war auch einer der Gründe, warum wir uns dann dafür entschieden haben, das Thema Lochis zu beenden oder das Kapitel Lochis zu beenden, aber auch generell diesen. Es ist halt schon ein immenser Druck, wenn man jede Woche irgendwie was rausbringen muss und dann kommt man nicht drum und vergleicht sich irgendwie mit anderen plötzlich. Und also Kai, du lässt dich auch was ein hier, ne? Aber es ist natürlich am Ende auch ein bisschen eine Altersfrage. Ich meine, ihr habt so jung angefangen, ja? Klar, mit 12 haben wir angefangen. Ey, das ist schon, das eigentlich sogar noch früher, ey. Ja.
Wir fahren später mal, hier um die Ecke ist es der Ort, wo wir groß geworden sind. Das ist so ein kleines Dorf. Und da hatten wir damals, als wir, glaube ich, 8 oder 9 Jahre alt waren, unseren ersten Auftritt. Damals, das müssen wir unbedingt alles zeigen. Ja, okay, da fahre ich wieder hin. Oh Gott, das ist lustig. Und alte Videos will ich sehen. Oh. Ja, ein paar Sachen kenne ich ja von euch auch so, weil ihr dann ein bisschen kleiner wart. Aber das ist immer cool. Und das meine ich halt, guck mal, wenn man heute zurückblickt und sagt, ihr habt angefangen, als ihr 12 wart, ne, da sage ich so, okay, gab es da eigentlich schon das Internet? Ja, ich meine, ihr wart so früh dran. Ja, und da hat es wahrscheinlich noch 2 Stunden gedauert, ein Video hochzuladen, weil die Verbindung natürlich noch nicht so oder länger. Oder länger. Ne? Bei uns am Dorf, wir hatten da teilweise nicht mal hier DSL und sowas. Ne? Wir hatten auch so, weil es bei uns im Dorf kein DSL-Kabel und sowas gab, mussten wir noch so ein extra Stick. Ein LTE-Stick war das quasi. Das war noch. Und dann mussten wir mal zu einem Kumpel gehen, bei ihm die Videos hochladen. Den mussten wir hochladen. Genau, weil das Internet irgendwie zwischendurch irgendwie unterbrochen ist. Und wir durften auch am Anfang nur 2 Stunden am Tag ins Internet noch, weil wir halt auch jung waren. Dann haben wir am Anfang sogar weniger. Ich glaube, am Anfang durften wir 1 Stunde oder sowas und es wurde dann immer mehr mit der Zeit. Habt ihr vorher schon ein bisschen rumgefilmt und so? Ja, schon. Ja, das schon. Wir hatten schon damals, es war ja schon immer irgendwie ein Mix aus irgendwie was Visuelles, also Videos, aber auch Musik. Also die ersten Videos waren auch alle irgendwie musikalisch. Das waren Parodien auf irgendwelche Songs, das waren irgendwelche Übersetzungen, wo wir englische Songs auf Deutsch gesungen haben und sowas. Aber wir hatten also auch bevor wir mit YouTube angefangen haben, wie gesagt, da waren wir 12, wir hatten unseren ersten Auftritt, mit so einem eigenen, mit selbstgeschriebenen Fußballliedern damals. Hatten wir, ich glaube, mit 8 oder mit 9, nee, mit 8, da waren wir in der 2. Klasse bei den Ferienspielen. Das war dann vor der ganzen Schule oder vor dem ganzen Dorf quasi versammelt. Da gab es immer so ein Abschlussfest. Mhm. Und da ging es eigentlich schon immer, also wir waren schon immer so ein bisschen Rampensäue. Oder immer so die Rampensäue vom Dorf. Oh, das sieht gut aus. Richtig gut aus. Ja, Roman, du lässt die richtige Zeit, ne? Du genießt da halt, Alter. Mhm. Aber ist ja auch interessant, dass es ja solche Unterschiede da. Ja, eigentlich esse ich auch mega, also ich bin eigentlich auch eher so ein bisschen, ich atme eigentlich auch eher Essen. Aber gibt's so Sachen zum Beispiel, weil man sich jetzt immer fragt, also gerade auch bei Zwillingen fragt, wo du sagst, ich mag halt Spinat und du sagst, oh, Spinat ist das echt Letzte, geht gar nicht. Ich glaube beim Essen nicht. Gibt's da irgendwas? Ich glaube nicht. Also beim Essen also, nicht. Frauen wäre ja ganz gut. Ach so, ich dachte, das ist über das Essen. Nein, ich meine überhaupt nicht. Ach, du meinst insgesamt, ich dachte, es geht nur ums Essen. Nein, nicht nur ums Essen. Ja, also ich bin, Roman war jetzt ein paar Mal allein im Urlaub. Komplett. Ja, das finde ich total geil. Das stimmt aber tatsächlich. Das empfehle ich dir auch immer wieder. Das ist immer total geil. Viele sagen ja, oh, das geht ja gar nicht, mal eine Woche allein zu sein. Aber ich habe das jetzt schon 2-mal gemacht, jedes Jahr 1-mal. Mal eine Woche wirklich allein. Ich war da auf Kreta und habe dann. Das ist so, also ich finde das so wertvoll, weil man halt einfach. Nur mit sich ist es eigentlich purer Luxus, weil du musst dich nach keinem richten und du hast ja wirklich auch Zeit, einfach nachzudenken über dich und so. Und das ist total geil. Glaub mir, das ist vor allem, wenn du irgendwie kreativ sein willst, super wichtig. Der eine oder andere macht ja auch mal Liebesurlaub. Stimmt auch. Achso, ja. Roman, nix, der schön Thailand 2 Wochen geblieben. Eine Woche lang hatte ich einen Roadtrip mit meiner Freundin. So, das ist, glaube ich, ein Unterschied. Das meine ich. Hätte ich so. Du musstest ja alleine. Ja, das ist halt auch. Ja, das stimmt halt. Hätte ich so eine Freundin, wäre ich wahrscheinlich nicht alleine. Findest du ja auch sagen. Greta. Wahrscheinlich rede ich mit mir schön. Nee, aber das ist so einer der größten Unterschiede zwischen Roman und mir, dass ich halt seit schon einigen Jahren eine Freundin habe und Roman nicht. Sorry, das hat so viel böse geklappt. Es tut weh. Aber damit irgendwie, das sind halt so Sachen wie Urlaub oder so, da bin ich aber. Das ist Track. Aber ich wünsche dir, dass du auch mal eine findest. Ich wünsche es mir für dich. Mit was so einer kleinen, mit so einer unterschwelligen Arroganz, die ich gerade gesagt habe. So war das gar nicht gemeint, ich will es mir wirklich. Weil ich bin einfach, egal. Lass uns jetzt nicht mehr darüber reden. Ich wünsche dir auch echt, dass du auch mal eine abkriegst. So war das nicht gemeint. Stimmt, ja, du bist doch hier da. Wahrscheinlich bist du mit Abstand der. Du bist der Amor des deutschen Fernsehens. Nein, der erfolgreichste Wingman in Deutschland. So. Absolut. Ich bin eigentlich Tinder. Was ist so der Plan heute? Ich glaube, wir fahren jetzt zu uns nach Hause. Und ist gerade auch so ein bisschen. Ja, ist so ein bisschen Baustelle aber noch. Ne? Also wir sind jetzt seit einem Jahr da, so der ganze Garten und so, es wird alles noch gemacht. Nach einem Jahr. Nicht wundern. Ich würde sagen, wir machen mal mit dir vielleicht ein bisschen Mucke. Mit mir Mucke? Ich hab mal Bock drauf. Ich kann ausprobieren. Kannst du? Ich spiele die Triangel. Bist du so ein. Oder bist du eine alte Rockstar noch so von damals? Weißt du, so ein bisschen. Ich bin Freestyler, bin ich. Ja, geil, das können wir ja gleich sehen. Okay, oder wir fahren halt nochmal zu. Oder das haben wir doch vorhin drüber geredet. Wir fahren nochmal da, wo wir groß geworden sind. Da gibt es so viele schöne. Das ist schon nicht weit von hier, oder? Nö, gar nicht. Und da haben wir so viele schöne Erinnerungen. Nach Leheim. Nach Leheim. Leheim. Ja. Cooler Plan. Hört sich gut an.
Ja, ich glaube, sie ist weg. Nee, die ist doch da. Wo? Wo? Mach die weg! Rein. Die ist da drin. Ich hab dich nur verarscht, Mann. Oh, hier ist sie. Ja, die, cool. Ist sie. Die war wirklich drin. Wurde ich gestochen? Guck mal nach. Alter, Leute. Das ist nicht witzig. Das war schon sehr witzig gerade. Hast du mich auch verarscht? Ich hab dich nicht verarscht. Ich hab dich gerettet. Ihr Schweine. Ich doch nicht. Nein. Roland, das hast du wirklich gesagt, war eine Wespenkönigin gerade. Ja, ja, die wollte ich. Ja, da war gerade eine Wespenkönigin in seinem T-Shirt. Ja, genau. Die wollte ihm eigentlich auch. Das ist ein bisschen hysterisch. Ja. Ich bin sauber. Halt, man muss gerade aus, Dicker. Ah, schon. Wie fährst du lang? Dicker! Das Navi ist irgendwie komisch eingeschätzt. Ja, du brauchst doch kein Navi, um nach Hause zu kommen. Ich verstehe nicht, warum du ein Navi anmachst. Ehrlich. Mercedes. Navigation abbrechen. Komm, scheiß drauf. Also ich finde es total wertvoll, hier so einen Anker zu haben, sag ich mal. Ne? So ja, unsere Familie ist hier, unsere besten Freunde von damals. Noch, ich wollte gerade sagen, gibt es noch so richtig alte Freunde? Ja, so nur. Also wir haben ganz wenig Freunde wirklich. Ja. Wir haben vielleicht 3-4 Freunde richtig. Mhm. Aber die haben wir halt auch schon seit dem Kindergarten gefühlt. Ja. Und die werden auch hoffentlich unser ganzes Leben lang unsere besten Freunde bleiben sollen. Und wir haben auch schon echt sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Fake Love und mit falschen Männchen um uns herum, beziehungsweise Leute, die uns irgendwie ausnutzen wollten und aber uns dann auch irgendwas vorgemacht haben, sowohl geschäftlich als auch privat. Und deswegen sind wir mittlerweile sehr, sehr, sehr vorsichtig, wenn es um neue Menschen geht und versuchen, den Kreis einfach so klein es geht zu halten. Alle besten Freunde oder alle wahren Freunde, wie gesagt, sind nicht viele, die kommen alle hier aus, die kennen wir alle seit 100 Jahren gefühlt. Dann immer. Ich meine, gerade der Showbusiness, das ist ja auch irgendwie, finde ich, eine Welt, so, wo ganz viele Ja-Sager unterwegs sind, die dann immer einreden wollen, wie geil man ist und wie schön man doch ist und dass man alles richtig macht. Aber so, weißt du, Familie und die echten Freunde, so, die sagen einen, die kritisieren einen auch mal, und das finde ich total gut und total richtig, weil die halt 100% ehrlich mit einem sind, auch wenn die Wahrheit vielleicht mal nicht so schön ist. So. Und ja, das ist eine wichtige Qualität, dass man eben auch sagt, hey, das war jetzt nicht top. Das mussten wir auch erst lernen, ey. Ganz ehrlich, es gab auch Zeiten, da fand ich es total geil, wenn Leute einem immer sagen, wie gut man doch ist. Und, also ist ja am Ende voll bequemer, ne? Natürlich. Also Leute, die sagen, boah, super geil, das war wieder wirklich top. Das ist erstmal bequemer. Wenn dann einer kommt und sagt, also ich fand es jetzt nicht so geil, dann denkst du, was bist du denn für ein Arsch? Mhm. Ne? Mhm. Obwohl genau so ehrliche Meinungen halt sau wichtig sind, ne? Vor allem, wenn man sich auch irgendwie weiterentwickeln will. Ich muss ja gerade ausfahren. Hey Gott, sag mal, hast du vergessen, wie man nach Hause kommt? Nein! Du hältst hier an jeder Ecke und weißt irgendwie überhaupt nicht, wo du abbiegen musst. Das stimmt doch gar nicht. Nächstes Mal fahr ich. Macht ihr eigentlich Schnick, Schnack, Schnuck, wer fährt? Oder? Aber früher so, als wir Führerschein neu hatten, ne, und dann Autos und so, da wollten wir halt immer fahren. So. Nee, das ist lustig, für mich ist das gefühlt, ja, weil ich erinnere mich noch ganz genau daran, als ihr einen Führerschein gemacht habt, und so habe ich ja alles verfolgt auf YouTube und Instagram und so. Ne? Das ist für mich gefühlt so, als wäre es vorgestern gewesen. Ja, drei Jahre her, ne? Und jetzt mittlerweile. Jetzt fährt halt einfach der nüchtern ist. Ja. Ey, ich trinke keinen Alkohol. Das ist das Allerbeste. Mein Bruder trinkt keinen Tropfen Alkohol, der trinkt keinen Alkohol. Gerade wenn wir irgendwie mal abends unterwegs sind, dann weiß ich immer, okay, ich fahre gerne hin. Ja, weil ich weiß, ey, ich kann so viel trinken, wie ich will, mein Bruder fährt. Super, okay, das ist das Beste überhaupt. Wir haben immer einen Fahrer, wenn wir irgendwie feiern sind, weil Roman keinen Alkohol trinkt. Das ist super. Aber das ist wirklich super. Danke, Roman. Aber guck mal, das ist ja vielleicht der spannendste Unterschied dann überhaupt zwischen euch. Mhm. Ja? Hast du noch nie einen Tropfen getrunken? Doch. Und du hast irgendwann festgestellt, ist nicht gut. Ja, irgendwann habe ich festgestellt, also das hat auch tiefe Gründe, irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, das irgendwie ist das nicht so, irgendwie kommt da mein Körper nicht so mit klar, also mit verschiedensten Arten von. Also ich habe halt früher, als ich irgendwie so jugendlich war, so 15, 16, habe ich auch mal einen Joint gezogen und so, gekifft hat ein bisschen, was man so ausprobiert. Mhm. Und da habe ich auch, also das war so eine Psychokacke, da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie tut es meinem Kopf nicht so gut. Mhm. Und dann hatte ich so eine ähnliche Wirkung von Alkohol und irgendwann habe ich dann gesagt, ich brauche das nicht. Und wenn wir aber mal feiern gehen oder so, habe ich immer trotzdem mega Spaß. So, ich brauche irgendwie. Aber das ist ja geil. Voll gut. Ja, ich meine, ganz davon abgesehen, dass ihr immer einen habt, der fährt, finde ich das ja auch sonst gut, weil das hat so was Konsequentes. Ne? Also das, man muss ich das mit Alkohol beim Feiern. So, wir sind da. Komm, willkommen im Casa Lochmann. Ich geb dir das mal. Casa Lochmann? Ja.
Also das ist hier so, Mehrgenerationenhaus. Genau. Gefühlt, ja. Uns war es halt wichtig, dass wir mit unseren Eltern irgendwie zusammenwohnen können. Weil wir sind, nur unterwegs und ich finde es einfach schön, dass man quasi noch, also wir haben eine eigene Wohnung quasi, aber wenn man will, ist man schnell unten und ist, da ist die Familie halt schnell beisammen. Und irgendwann, ich meine, irgendwann in ein paar Jahren wird es dann auch so sein, dass man dann auch mal den dann auch mal, dass man mal sich komplett, aber gerade ist echt schön. Also, ihr habt aber das ganze Haus für euch, das ist jetzt nicht genau, ja. Nee, das ist unser Haus. Ja. Und ihr fühlt euch jetzt nicht schlecht irgendwie, dass ihr die Eltern in den Keller verfrachtet? Die sind im Keller, die sind im EG, die sind im Erdgeschoss. Erdgeschoss und Keller. Nö, das ist alles gut. Wir zeigen es einfach. Die Eltern sind nicht nur im Keller. Nee, die sind nicht im Keller. Wir machen jetzt einmal MTV Cribs und zeigen dir unsere Bude. Ja, Papa. Hey. Komm in die mal rein. Papa. Ich hatte schon Angst, ihr seid nur im Keller. Ja. Alles gut, vielen Dank. Ich lasse Heiko mal machen, der will euch irgendwas zeigen, dann ich folge ihm einfach. Ich zeig einfach mal kurz, ist auch interessant. Es gab noch nie eine Roomtour für uns, das ist exklusiv, das hatten wir noch nie. Gästezimmer, wenn wir Gäste haben, die müssen mal irgendwo schlafen, dann sind die hier. Wir sind noch nicht so oft hier, aber unsere Eltern, die lieben Billard spielen und die haben sich, deswegen haben wir gesagt, die kommen dann, holen uns einen Billardtisch. Könnt ihr denn Billard spielen? Ich kann Billard spielen, ja. Ja. Wollen wir mal eine Runde? Das ist Gästezimmermäßigkeit eigentlich hier, aber es ist ganz entspannt eigentlich. Spielen wir mit Trickshots oder ohne? Wenn du welche kannst, mach einfach. Wenn du den Billardtisch nicht kaputt machst, dann ja. Okay. Ich habe jetzt mal. Nicht, dass er gleich so, ne, so ein Loch so. Ey, mach da ja kein Loch, Mann, rein. Oh Gott! So, du darfst beginnen. Habt ihr bei euch auch einen Billardtisch zu Hause? Ach, ja, okay, dann. Ja, okay, Heiko, wir haben jetzt schon verloren. Guck mal, mit was für einer Souveränität er schon an den Start geht. Ja, aber keine Sinn. Ich bin da. Ich mache mir 6 Guck mal, nein, wenn ich treffe, dann darf ich weitermachen. Nur wenn ich dich treffe, darfst du nicht weitermachen. Nein, wir sind ein Team, natürlich. Ein Team. Und wer die Schwarze versenkt, ist. Ja, der ist schon raus. Sag mal, wer ist getroffen? Das macht das Ganze noch schlimmer. Ah, das war scheiße. Wie ist bei dir? Kannst du verlieren? Also ich möchte schon gewinnen. Also ich stehe jetzt nicht mit euch hier am Billardtisch und sag's mir egal. Nee, aber ich meine, es gibt ja welche, die sehen es nicht ein, wenn sie irgendwie verloren haben. Weißt du, so. Nee, ja, ich finde, wenn ich verloren habe, habe ich verloren. Ja. Da hilft ja nichts. Ne? Ich mache jetzt hier über Bande. Ich glaub's aber wohl selbst nicht, dass du das hinbekommst. Ja, mal an. Digga! Oh. Alter! Okay, Respekt. Ich hab doch reingemacht. Wir wechseln uns ab. Scheiße. Nach jedem Shot. Aber das war ein krasser Trick-Move. Ja, Roman, du bist einfach ein guter Spieler. So, jetzt kommt mein Lauf. Hey, du bist dran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Komm! Alter, darf ich das nochmal machen? Nein. Okay, das war komplett verkackt. Heiko hat es gut nicht gesehen. Ah! Oh, Junge! Alter, Heiko! Riskierst du nicht unseren Sieg? Nein! Scheiße, wie kriegen wir die da weg? Wie werden die da nie wegkriegen? Dann sind wir in einer sehr komischen Situation. Dass ich die Schwarze jetzt aus Versehen reinspiele. Nein! Ja! Nein! Genau das sollte nicht passieren. Kai, wenn du willst, kann ich dir noch Nachhilfestunden geben, dann kann ich dir ein bisschen das Billardspiel machen. Ich wollte ja nicht jetzt schon die Stimmung versauen. Ne? Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Alter, gehen wir mal hoch. Er hat voll Bock gemacht, Mann. Ich muss ja ganz gut. Mann, oh! Weißt du, wie damals so, fuck, jetzt den ganzen Tisch einmal hoch. Sehr gut, das heißt, wir gehen. Komm mal hoch. Wir haben bisher nur den Keller gesehen und das Treppenhaus. Da war das Abschlusskonzert. Das war eine unserer. Da waren 3000 Leute auf einem Konzert von uns. Und das Krasse ist, damals, 2016, ich habe das doch gar nicht so geblickt, wie viele Menschen das eigentlich. Also, was es eigentlich heißt, 3000 Tickets zu verkaufen und auch, dass so viele Menschen wegen einkommen. Ja. Das haben wir erst später gecheckt, was das eigentlich bedeutet. So. Voll. Das frage ich mich wirklich. Wenn man mit 16 Jahren, ne, Dortmund-Westfalen hat 3000 Zuschauer auf der Bühne steht, ne, und alle, was macht das mit einem? Es macht voll Spaß halt. Ja, aber du musst da auch ein bisschen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da, deswegen war es uns immer wichtig, dass wir halt mit unserer Family und unsere Freunde immer bei uns sind, weil ich glaube schon, dass gerade wenn man jung ist, und ich glaube, es geht auch vielen so, wenn man irgendwie jung ist und erfolgreich ist und
ich glaube schon, dass man das schnell abheben kann. Und deshalb, das darf halt nicht passieren. So, ja. Ne? So, einer wohnt jetzt hier und einer wohnt oben? Nö, wir teilen, also oben haben wir so ein Schlafzimmer, hier, das ist so, also hier ist so die Etage, ist so Wohnbereich und so. Mhm. Studio ist hier und oben ist das Schlafzimmer und so. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wo wir. Heiko, der hat sich hier. Wir machen einmal Roomtour, oder? Ja, dann wir starten hier und dann gehen wir hoch. Wir haben extra aufgeräumt, oder? Zusammen mit unseren Eltern. Hier ist so ein bisschen die paar Trophäen, die wir irgendwie gesammelt haben die letzten Jahre. Unter anderem natürlich, ne? Ganz wichtig, die goldene Henne, jawohl. Die Online-Stars. Ihr wart die Ersten, die in der Kategorie gewonnen haben. Voll. Und ich weiß doch, es war mir so unangenehm. Ich war so aufgeregt im Moment. Es ist unfassbar, ne? Ich sag so, ja, danke für die goldene Kamera. Goldene Hände. Das war so, oh Gott. Weißt du, der Roman. War ja eine Live-Sendung. Das war mir so unangenehm. Ich stehe auf der Bühne und denk mir so, Roman, warte mal, hast du gerade goldene Kamera statt goldene Hände gesagt? Ja. Was uns am meisten bedeutet, ist, glaube ich, wirklich die goldene Schallplatte, weil das war halt einfach jahrelange Arbeit, so ein 100, da steht halt für 100.000 verkaufte Alben auf unserem Debütalbum. Das war der härteste Weg, gleich nach der Goldenen Henne natürlich. Und wer sind die beiden Typen auf dem Foto? Das waren mal wir. Das sind die Lochis. Ja genau, das sind die Lochis, die gibt's aber jetzt nicht mehr. Wie wir damals aussahen, ne? Ja, da waren wir doch noch 6 Jahre jünger, Roman, so, weißt du? Oder 5 Jahre jünger. Nee, das war Webvideopreis von das war 2012. Hey, wir sind's, die Lochis. Das ist Heiko, ich bin Roman. Und ja, wie ihr vielleicht schon wisst, sind wir ja beim Webvideopreis nominiert und das war ein halbes Jahr, nachdem wir angefangen haben, oder ein Dreivierteljahr. Da waren wir, da waren wir 12, wir hatten so 5.000 Abonnenten oder so. Mhm. Und das war unser erster Preis, Webvideopreis als Newcomer. Ich glaube, ich war noch nie so aufgeregt vor dem Auftritt als Bida. Ja, klar. Ich war so aufgeregt. Ist man damals, also ich meine jetzt, ne, will ich dich verstehen, aber ist man in der Zeit noch, wenn man 12 war und 5.000 Abonnenten hatte, war das eine Nummer? Das haben wir gar nicht gerafft. Also das war uns komplett egal. Das haben wir euch schon, aber dass das preiswürdig war, das meine ich. Wir wurden ein paar, nominiert für mit einer Parodie von damals für irgendeinen Song und anscheinend fand derjenige, der den Preis veranstaltet hat, fand das irgendwie cool und hat das deswegen nominiert. Und da haben wir gesehen, okay, krass, haben wir ein bisschen Community-Action gemacht, wir hatten da schon so ein paar Leute, die uns verfolgt haben. Wir waren da mega aufgeregt, wir sind da angekommen, wir waren ja wirklich noch irgendwie, wir hatten gar keine Ahnung von dieser ganzen Welt. Wir kommen da an, auf einmal waren da Leute, haben wir unser erstes Interview in unserem Leben geführt. Ich war so aufgeregt, ich konnte gar nicht mehr sprechen. Ne? Nee. Und du weißt noch, wir haben Waititi ganz viel verfolgt. Stimmt. Und mittlerweile sind ja auch Freunde von uns so und Kollegen. Aber das war damals total. Alle waren da, ne? Ja, und wir haben dann ein Autogramm von Phil und TC und Os bekommen. Boah, das war für uns damals krass. Hallo, ich bin Phil von YTT und bin hier gerade auf dem YouTuber-Treffen zusammen mit den Lochis. Und ja, Jungs, ich muss sagen, was ihr da macht. Ist soweit ziemlich cool. Und ja, ihr seid Zwillinge, das finde ich auch sehr cool. Denn wenn der eine keinen Bock hat, kann der andere spielen. Und macht weiter so auf jeden Fall. Jo, danke. Ihr macht ja jetzt gar kein YouTube mehr. Ja, schon seit einem Jahr mittlerweile. Ja, und das hat auch was damit, das hat was mit dem konsequenten Ende der Lochis zu tun, weil ihr hättet ja auch sagen können, wir machen beide für uns jeder einen YouTube-Kanal und. Ja, ich glaube, genau. Es hat auf jeden Fall was mit dem Ende der Lochis zu tun, dass man noch konsequent bleibt. Und wir haben das jetzt 9 Jahre lang gemacht so. Und irgendwann entwickelt man sich auch weiter, irgendwann wird man älter. So. Wir haben angefangen mit YouTube-Videos, als wir die Lochis hießen, da waren wir halt 11. Wir haben angefangen, aber mit 12. Du warst mein Trostpunkt. So, jetzt sind wir 21 und irgendwann. Jetzt fällt mein Kaffee was aus. Und irgendwann wechseln halt auch die Interessen oder irgendwann entwickelt man sich weiter. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, okay, wenn wir jetzt weiter die Lochis bleiben, würden wir uns selbst nicht mehr glauben. Und wenn wir jetzt weiter irgendwie jede Woche YouTube-Videos machen, obwohl wir das gerade gar nicht mehr so feiern. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, bevor wir jetzt irgendwann eine Rolle spielen, es ist ja nicht gesagt. YouTube ist an sich eine geile Plattform. Und das hat ja auch nichts mit dem Alter zu tun. Nee, ich denke, so wie. Nein, sehr völlig altersunabhängig. YouTube ist ja eine geile Plattform, voll. Und
klar, wenn irgendwann auch, wenn nächstes Jahr wahrscheinlich wieder neue Musik von uns kommen wird, dann... Halt nicht mehr als die Lochis? Dann nicht, natürlich nicht mehr als die Lochis, und dann wird es auch so, wie es die letzten 8 oder die letzten 9 Jahre war, solcher Content, wie wir es halt auch die Lochis gemacht haben, wird dann nicht mehr kommen. Diese klassischen YouTuber, wie wir es halt mal waren, die werden wir nie wieder sein, und das ist auch okay so. So, hier. Und das ist auch schön hier. Guck mal. Boah, Junge, hier kann ich auch die Couches halt... Au! Oh. Da musst du aufpassen. Ja. Weißt du, wenn man so groß ist wie du, da musst du aufpassen, wenn ich gegen die... Ist auf eure Größe eingestellt. Ich komm da gar nicht dran. Nur springen muss ich nicht. Das heißt, du produzierst auch für andere? Nö, also ja. So für uns halt, also ich kann halt auch ein bisschen produzieren und dann halt rumbasteln und irgendwie Sounds finden. Und wir schreiben aber auch für andere Künstler und dann machen wir halt oft so Skizzen und sowas. Doch, auch. Ja. Aber, vor allem Songs schreiben. Also wenn ich produziere, dann immer so Skizzen, die dann nochmal ausgearbeitet werden. Weil es geht dann vor allem, also für andere schreiben wir auch Songs. Ja. Okay. Es wird ja auch stehen, so Kai Pflaum als letzter DJ, es wird ja stehen. MC Plum. Was für ein MC Plum? MC Plum. Das sind zwei Pflaume auf Englisch Plum. MC Plum, ja, okay. MC Plum. Oder ich finde MC Pflaum eigentlich auch ganz cool. MC Pflaum, okay. Kai Pflaum als DJ, top. Aber eins muss man da wirklich mal sagen, ne? Ja. Ich meine, ein Typ, der Gitarre spielen kann und dazu singt, ne? Ey, da kann doch jeder haben. Tja, Roman. Ja. Eigentlich. Wollen wir das Thema jetzt wieder aufmachen? Nein, aber eigentlich doch schon, oder? Ja, Leute, mein Herz. Mein Herz bricht immer mehr. Aber kein Stress. Aber ich glaube, bist du zu anspruchsvoll oder woran liegt es? Ich glaube, ich bin einfach, also, oh Gott, warte, nee, da kann man noch mal offen, guck mal, wir müssen jetzt mal offen drüber reden. Ich glaube, es ist so, dass erstens super schwierig, jemand mal richtig kennenzulernen, weil man halt ständig, also man ist halt, wenn du gefühlt jeden Tag woanders bist, hast du gar nicht oft die Möglichkeit, jemand fester kennenzulernen, weil du dann schon wieder weg bist, ja? Ja. Aber ich glaube einfach, ich will mir einfach keinen Stress machen, so, wenn es um was Festes geht, so. Und kommt schon. Es wird schon kommen. Also ich bin aber auch, also wenn, dann muss es halt irgendwie auch, ich sag mal, wahre Liebe sein. Jetzt nicht so ein auf Krampf, okay, ich muss jetzt eine Freundin haben, so, weil das ist dann irgendwie auch nichts Echtes. Es muss halt was Echtes sein und deswegen, ich mach mir da keinen Stress. So, irgendwann wird der Moment kommen. Man hat ja früher mal gesagt, heutzutage ist doch gar nicht mehr wichtig, dass man wirklich singen kann. Mhm. Ne? Das kann die Technik macht doch alles heutzutage. Das ist Quatsch. Ja. Ja, also ich spiel, also, nein, lass mich ausreden. Das Ding ist, klar kann man singen, theoretisch, also klar kann man eine Stimme so bearbeiten, dass sie auch halbwegs gut klingt, auch wenn man überhaupt nicht singen kann. Aber spätestens, wenn man dann auf der Bühne steht und live performen will, und zwar ist immer wichtig, dass wir auch live singen und nicht irgendwie Playback-Konzerte geben, so, dann muss man auch irgendwie ein bisschen mit der Stimme spielen können. Mhm. So, das ist normal. Aber wenn man sich mal die Pop-Songs anguckt, guckt mal die Charts, eigentlich ist auf jedem Song so ein bisschen Autotune drauf. Man kann ja was machen, also Kai, kannst du ein bisschen singen? Kannst du ein bisschen? Ich wette, wenn wir jetzt mit dir was aufnehmen würden, mal ernsthaft ist, wenn du uns irgendwas aufnehmen würdest, wir könnten, also das würde, man wird den Autotune auf jeden Fall raushören, aber das ist ja, ich meine, da haben die Leute, ich meine, durch Deutschrap und so, hörst du eh immer nur Autotune. Du meinst, ich cover so einen Song von euch? Das würde auf jeden Fall gehen. Also irgendwas könnte man auf jeden Fall auf die Beine stellen. Ja, müssen wir irgendwas finden, was... Mal ausprobieren. Muss natürlich auch thematisch passen vom Text und vom Titel. Ja, klar, können wir gleich mal gucken. Oder so ganz wilder Kram, so Opa oder so. Vielleicht hast du so eigentlich so eine ganz krasse Mezzosopran-Stimme. Vielleicht kannst du so. Oder du kannst so richtig schauten. Nee, ich brauche irgendwas Tiefes. Was Tiefes? Ja, klar, weil ich habe ja eine. Nee, oder kannst du so. Ich glaube, es ist eher so Joe Cocker. So, weißt du, so. Oh ja, so ganz bassig. So. You are so beautiful. Wunderschön. Kann man mit, lässt sich mit arbeiten, ja? Also da kann man, kannst du hoch singen? Probier mal hoch. Das ist super für die Adlibs. Das reicht schon. Das ist perfekt. Das reicht. So Engel ist gleich, oder? Also wenn da nichts dabei ist. So. Du hast einen eigenen machen. Wir können was kreieren. Wir können auch einfach schnell einen Song schreiben. Ja, lass doch was kreieren. Aber es darf nicht so cringe werden, wenn wir jetzt auf die Stelle einen Song schreiben, weil eigentlich braucht Zeit. Entspann dich, Digga, das ist doch witzig. Könnt ihr irgendwas mit meinem Kanalnamen machen? Oder ein Diss-Track auf Revi? Oh Gott, nein! Nein! Also ich will ganz kurz, ich hatte die... Kann das so ein kleines Refrain schreiben? Ja, ja, genau. Machen. Ich hatte zum Beispiel die Idee... Ein Rumjam und dann nehmen wir es auf. Was zum Beispiel ganz geil wäre, wenn du so ein bisschen die letzten Wochen, in der du halt viele mit anderen Leuten unterwegs bist, so ein bisschen in einem Song dokumentierst. Zum Beispiel sowas wie...
Ich bin seit Wochen unterwegs. Heiko, Heiko, Heiko. Ja, es ist tief. Ja, na, es ist tief. Kannst, mach das mal. Ja, aber... Das ist der Beat. Oh Gott, doch, das ging mir hin. Ich bin seit Wochen unterwegs. Du bist der Künstler, du musst es jetzt ja, wissen. Ich ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht singen, ihr müsst mir sagen. Ja, probier voll. Sing mal hoch, bin seit Wochen unterwegs. Bin seit Wochen unterwegs. Krieg das mal hin. Mach mal. Doch, mach einfach. Bin seit Wochen unterwegs. Ja, mit Autotune kriegen wir das hin. Bin seit Wochen unterwegs. Oder fangen wir sowas an wie Hallo YouTube. Irgendwie, ich bin jetzt auch da nach dem Motto, weißt du? Ja, oder? Hallo YouTube. So nach dem Motto, wir haben uns. Ja, genau. Oder ja. Ich weiß, wir haben. Hallo YouTube, wir kennen uns noch nicht lang. So nach dem Motto. Ja, ja, genau. Hallo YouTube, wir kennen uns unterwegs. Oder, hallo irgendwie so. Hallo YouTube, wir kennen uns noch nicht lang. Es fängt gerade erst an. Hm? An und ich reise das ganze Land. Für dich reise ich das ganze Land. Ehrenpflaume, das ist mein Kanal. Sie nennen mich Ehrenpflaume und ich frag mich, wie sie nennen mich. Ehrenpflaume. Ja. Und dafür. Gebührt euch, danke, ist ein bisschen. Ja, dafür. Bisschen dafür Ehrenpflaume, so habt ihr mich genannt. Und das heißt mein Kanal so. Genau, heißt mein Kanal so. Und dafür fetten Dank. Dafür, genau, ja, ist gut. Ehrenpflaume, ja, so habt ihr mich genannt. Und es heißt mein Kanal so. Und dafür fetten Dank. Es fängt gerade richtig an. Ehrenpflaume, ja, so habt ihr mich genannt. Und so heißt es mein Kanal so. Ey, und dafür fetten Dank. Oh, Ehrenpflaume, 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 Ehrenpflaume. Genau, dann haben wir keinen Text mehr. Ehrenpflaume, Ehrenpflaume, Ehrenpflaume. Hit! Hit! Ein totaler Ohrwurm! Nee, war ja. Nicht. Genau, du summst quasi. Aber mach mal weniger Druck. Machen wir den. Jetzt geh mal hoch. Ist auch der Song, wenn das nichts wird, ne? Entweder geht der Kanal jetzt durch die Decke oder wir müssen ihn wieder einstellen. Ne? Boah, das lastet ein ganz schöner Druck auf euch. Ja, eigentlich auf dich, du musst das performen. Ich habe gerade zu Heiko gesagt, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder mit dem Song geht der Kanal dann völlig durch die Decke ja, oder ich muss ihn zumachen. Oh, ja. Nee. Ja. Wenn ich ihn zumachen müsste aufgrund des Songs, dann müsst ihr mir euren alten Lochi-Kanal zur Verfügung stellen, dann wird er einfach umbenannt. So können wir es machen, das ist gar kein Problem. Hallo YouTube, wir kennen uns noch nicht lang. Boah, der war geil. Ja, der war richtig gut. Oh, oh, der war geil, Junge. Aber das Lang muss noch ein bisschen nach oben getrübt werden. Ja, spann ich nochmal, mein Junge. Hallo YouTube, wir kennen uns noch nicht lang. Ja, damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Der Autotune verhunzt das total. Ja, Moment doch mal hier. Ah, hier genau. Da kommt meine Stimme gar nicht so ganz klar raus. Hallo YouTube. Doch, doch. Hallo YouTube. Reise quer durchs ganze Land. Einmal noch? Das ist ja gut. Reise quer durchs ganze Land. Reise quer durchs ganze Land. Ja? Reise. Ich wollte eigentlich gar nicht jetzt noch ein Album aufnehmen. Reise. Das ist super. Reise quer durchs ganze Land. Ja, das wird so ein bisschen, klingt so ein bisschen weinerlich. Ja? Du kannst auch noch. Ja, das ist doch Emo-Shit. Das ist doch gut. Das ist doch Emo. Komm, wir machen noch einen. Wir machen noch einen. Achtung, dann mach's cooler. Ehrenpflaume, Ehrenpflaume. Ehrenpflaume, Ehrenpflaume. Ey, da müssen wir am Ende natürlich noch ein geiles Video zu drehen. Safe. Ja.
Oh, Junge, Junge, Junge. Hier ist auch eine Luft drin, ne? Wenn hier dann 100 Leute immer... Ich mach hier mal kurz das Fenster auf. So Leute, wir sind jetzt gleich in Leeheim. Ja, gleich. Also wir sind in 3 Minuten. Ja, ja, ja. Wir sind am Dorf groß geworden. So 3000 Leute wohnen da. Und das war für uns damals total geil, weil wir halt einfach dann in der freien Natur quasi aufgewachsen sind. Wir sind als Kids immer, haben wir Baumhäuser gebaut. Richtige Naturbursche. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Wir sind immer irgendwie wandern gegangen oder mit dem Fahrrad rumgefahren oder am Bolzplatz einfach Fußball immer, spielen. Ja. Ist halt auch geil in einem Dorf oder so, wenn du im Dorf groß wirst. Du kannst halt den ganzen Tag irgendwie auf dem Feld spielen oder so. Und das ist halt irgendwie, ne, ist alles ganz familiär. Anderes Umfeld als in der Stadt. Ja, aber trotzdem waren wir immer so ein bisschen die Außenseiter, weil wir halt ein bisschen halt dazugezogen, als wir irgendwie 3 Jahre alt waren und so. Und dann da waren wir halt nicht... Wo habt ihr vorher gewohnt? Wir gehörten in einem anderen Kaffee. Wir hatten aber auch in der Nähe. Ja, wir hatten, also das Ding ist, wir hatten halt nie wirklich... Wir haben also, nie zu dieser festen, also jedes Dorf hat da so eine Gemeinschaft, weißt du, so diese... Und da haben wir irgendwie nie so dazugehört, weil wir dazugezogen waren und so. Und deswegen, wir waren schon immer so ein bisschen... Aber dann? Ja, wir sind quasi damals hier hingezogen, weil hier die Miete halt günstiger war. Und unsere Eltern aber auch nicht in die Stadt ziehen wollten, weil die halt selbst damals so eher ländlicher aufgewachsen sind. Jetzt sind wir in Leeheim. So, hier ist wirklich unsere Heimat quasi. Hier sind wir aufgewachsen. Und das ist immer wieder total schön, hier irgendwie vorbeizukommen. Guck mal, hier, da ist der Kiosk Kunterbund. Zumindest hieß es damals so. Den gibt's gar nicht mehr. Da haben wir uns damals immer Toffifees und irgendwelche Fußballkarten und auch so Sachen wie so Kratzeis und so geholt und Center Shocks und so. Das war immer, da ging's immer ab. Wie das mittlerweile aussieht. Das hier? Nee, das hier. Das auch. Sowohl das als auch das. Ja, also in den beiden Häusern habt ihr gewohnt. Ja. Aber krass, wie kacke das mittlerweile aussieht. Alter, wie sieht das denn aus? So Leute, wir Fans wissen Bescheid. Wir sind jetzt hier in Leeheim. Mhm. In der Lochmannallee. Ja, nee. Ja, komm schon. Du kannst es ja so nennen, aber für uns bleibt es immer die Schuster. Wir haben lange gewohnt. Ja, 10 Jahre bestimmt oder so. Ne? Also wir sind ja vor 8 Jahren ungefähr weggezogen. Da waren wir, glaube ich, 12 Jahre alt. Aber davor haben wir halt hier unsere Kindheit verbracht, die Jugend verbracht. Ganze Kindheit, Jugend waren wir hier. Dann waren wir nochmal im Nachbarkaff. Dem Anhänger. Ja, genau, nur in dem Anhänger. Schon verrückt. Aber das war es davor auch schon. Ne? Also war noch nie so. Ich meine, hier wohnt, glaube ich, keiner mehr. Wollen wir mal einbrechen? Komm, wir gehen. Nein, sag nicht sowas. Wir müssen uns einfach mal das anschauen. Wir gucken einfach. Ich weiß noch, da drüben ist das Grab von Tobi, unserem Kater. Oh, sag's nicht. Hier gibt's nicht mal mehr eine Klingel. Das Alter, hör auf. Seitdem wir hier ausgezogen sind, war ich nie wieder hier. So 8 Jahre später. Hier war unsere Kindheit. Und ich weiß noch, hier der Nico, unser bester Freund. Nico, komm mal her. Nico, du bist heute in der Kamera. Nico. Komm mal her. So. Der Nico, der wohnt, guck mal, du wohnst, er wohnt irgendwie, das in mein Haus sogar von hier. Er wohnt einen Block weiter und wir sind immer einfach, ne, hier ist hier ein Dorf, ne, da kennt sich jeder und alles ist ganz klein und beieinander und da haben wir jeden Tag irgendwie was gemacht. Nee, da ist Nico teilweise einfach zu uns reingegangen und hat da, hallo, na, lange nicht mehr gesehen. Hi, ja. Es werden alle verrückt. Ja, uns geht's super, uns geht's gut. Schon verrückt. Ich richte Grüße aus an die Eltern, auch bei euch Grüße an alle, aber es ist schon irgendwie immer wieder komisch hier zu sein, weil man hier so lange gelebt hat, jetzt wieder hier ist, so, ne? Ja, ja. Ja, ich lese wieder die Artikel, was die dann schreiben. Ich such mal das Video mit dem Sneaker Talk, ne? Kann ich gar nicht mithalten, ey. Das ist so eine Collaboration. Ich mag diese Zettel da, aber was ist auch hier? Nee, hier, das sind hier, die kannst du theoretisch, kannst du die zusammenklipsen hier, weißt du? Ach cool, was es alles gibt. Und dann schau mal, Kai, guck mal. Das war unser erstes richtiges Video. Das war eine Songparodie damals, so ein Toastbrot-Song. Ich denke auch an die schönen, Momente mit dir. Ja, hier siehst du, da waren wir 12. So, das war so ein Toastbrot-Video. Oh Gott, das ist doch hier die Wiese. Ja, genau, das ist, und jetzt, so, und das ist genau hier. Da ging es tatsächlich los. So. Krass. Ich meine, das war jetzt nicht so eine Drehlocation, die haben wir auch früher Schneeballschlacht und alles immer gemacht. Und mit was für einer Kamera gefilmt? Mit irgendeiner alten Digitalkamera, die wir von unseren Eltern geklaut haben. Du wusstest ja gar nicht, so ging es damals los. Ja. Und dann sind wir quasi hier, ein paar Meter weiter ist unsere Schule. Ja, das war bestimmt nicht schön, die als Nachbarn zu haben. Ne? Die waren doch laut. Naja, also manchmal war es außerhalb. Manchmal. Aber manchmal waren wir außerhalb. Weniger im Tag. Aber ich glaube, wir waren schon anstrengend, ne? Früher, oder? Nee. Wenn ihr euch geklopft habt, wer hat dann gewonnen meistens? Immer. Meistens. Nico kann das auf jeden Fall bestätigen, dass ich gewonnen habe. Ja, doch. Da kommt ja der Quatsch. Heiko ist ein bisschen mehr Testosteron geladen. Ja? Ja, deswegen hat er auch eine Freundin.
Oder ich. Roman left the chat, Alter. Jetzt. Das geht schon den ganzen Tag so. Den ganzen Tag. Nein, aber das mache ich ja. Ich glaube, das wird hier das große Verkupplungsvideo. Nein, das meine ich ja nicht böse. Ich weiß. Ich weiß. Nee, dann gibt es auch verschiedene. Das kriegen wir schon hin. Spaß. Ah, ja. Oh Gott. Ja, schönen Abend. Schon? Ja. Vielleicht sehen wir uns mal wieder im Fernsehen. Ja. Also wenn ich gucke, dann rufe ich mal. Ne? An diesem... Oh, da gibt es ein Video. Warte mal, ich kann dir das Video zeigen. Das können wir anschauen. Warte mal, schau dir mal das Video an. Siehst du es? Mhm. Das ist unser erster Auftritt. Aber so vor der schlaflose Mannschaft führt es wieder packen. Und das war genau da. Das war genau da. Das war genau da, ne? Crazy. Cool. Haut euch. Und dann ist es ein Fußballwunder geschaffen. Unsere Mannschaft wird es wieder packen, Weltmeister zu werden. Ja, da waren wir 8 und dann haben wir so ein Fußball. Wann, in welchem Jahr war das? 2008. Das war Europameisterschaft. Okay. Da war das vielleicht im Vorgriff auf die Weltmeisterschaft 2010. Genau. Genau so war es. 100%. Doch, wir haben sogar Weltmeister. Okay. Ja, aber war mega schön damals. Aber wie war das für dich? Ich meine, du kanntest die Jungs ja damals gut und plötzlich haben wir vorhin drüber geredet. Dortmunder Westfalenhalle, 3000 Zuschauer ausverkauft und so. Am Ende so. Das muss doch total krank sein. Dadurch, dass ich halt andauernd dabei war, weißt du, ich war da mit so einer der einzigen Freunde, so, die zu den gehalten haben, so war das für mich irgendwann mal normal. So, und die Leute, die halt, sag ich jetzt mal, nicht so mit drin waren, haben das nicht gesehen und haben sehr schnell, sag ich jetzt mal, gelästert oder sonstige Sachen gesagt, was nicht stimmt oder irgendwelche Geschichten wurden erzählt. Ja. Wie beispielsweise, ja, die Jungs, die machen das nur wegen Geld oder was weiß ich. Ja, ja, das ist ja dann immer schnell, dass irgendeiner sagt, ah, die denken jetzt, die sind was Besseres. Aber vor allem, desto jünger man ist, desto mehr Angriffsfläche hat man halt irgendwie. Wir waren halt auch eigentlich von Anfang an immer die Jüngsten überall, auch im Internet und so, und deswegen war halt eine riesen Angriffsfläche da, aber wir haben dann auch schnell gelernt, damit umzugehen und auch kann auch sagen, okay, ey, ganz ehrlich, wenn sich jemand irgendwie dumm anmacht oder so, dann lass ihn doch reden. Ja, aber ich glaube, man nimmt sich das schon auch zu Herzen. Voll, ey, also die ganzen Kommentare, die man irgendwo liest. Wie ist das heute? Also wenn ihr heute irgendwas irgendwo schreibt oder postet und dann gibt es irgendwie doofe Kommentare, interessiert euch das immer noch? Meinst du, ja, nee. Also ich meine, wenn es irgendwie konstruktive Kritik ist, ja, dann hören wir da immer gerne hin. Wenn es jetzt so irgendwelche unnötigen Beleidigungen oder so sind, dann denken wir, das ist uns mittlerweile so egal. Ich meine, das ist dann auch so, ich denke mir immer so, Dicker, werd mal, also warum muss man Leute im Internet beleidigen, die man nicht mehr kennt? So, was ist einfach lustig ist. Es ist halt einfach kindisch und halt einfach unnötig. So, das bringt keinem was. Ich mache mir dann gar keine Sorgen. Es muss ja nicht jeder alles feiern und nicht jeder einer Meinung sein, fair enough. Voll. So, und das akzeptiere ich auch. Also, deswegen, ich glaube, wie gesagt, so stumpfe Beleidigungen mittlerweile ist halt auch egal. Aber ganz ehrlich, ich war früher auch nicht besser. Ich habe auch Leute teilweise beleidigt oder irgendwie mal. So, wurden auch früher, also, weißt du, ich glaube, das ist einfach ein Alter, da versucht man einfach immer mit dem Finger auf Leuten zu zeigen, die vielleicht anders sind als man selbst. Und irgendwann ja, und Grenzen auszutesten. Ne? Und wenn man jemanden irgendwie beleidigt oder so, oder irgendwie böse Sachen macht. Ja, manchmal will man ja einfach nur aufmerksam. Also Leute, die beleidigen wollen, glaube ich, manchmal auch einfach nur aufmerksam. Voll. Oder wünschen sich gerne die Aufmerksamkeit, die Person, die beleidigt wird, vielleicht sogar damit haben. Ja. Was wolltest du sagen, Nico? Vor allem das Lustige ist halt, die Leute, die als erstes komplett dagegen waren, als die ersten Erfolge dann waren, waren sie auf einmal so die größten Fans, haben dann immer gefragt, können wir was machen oder sonstiges. So ist halt sehr, sehr lustig und Das gibt's auch. Ich habe mal eine wirklich krasse Frage, weil da erinnert sich eigentlich jeder dran. Wie hieß das schönste Mädchen in eurer Klasse? In jeder Klasse gab es so das schönste Mädchen, wo alle Jungs hinterher waren. Grundschulklasse meinst du? Ja, so. Ja. Grundschule haben wir das gemacht. Michelle Wolf bei euch, glaube ich, oder? Nee. Doch. Nee. Michelle Wolf? Ja. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier so sage, weißt du? Das ist eine gute Frage, aber ich weiß es, also... In den Grundschulen habe ich das... Ich muss mal kurz überlegen, wer... Ja, also ich habe jetzt keinen Namen im Kopf von einer bestimmten Person. Ich bin überlegt, ich bin relativ früh mit meiner Freundin zusammengekommen, da fand ich sie immer am schönsten.
Ja, Heiko. Ich überlege gerade wirklich. Nein, ich weiß völlig ernst. Ich versuche gerade. Ich muss jetzt mal gegen die Klassenliste. Ist das nicht so? Nee, also, bei dir jemand? Ich habe wirklich. Ich habe nicht eine Person, wo ich sage, das ist die schönste. Habe ich nicht. Da gab es eine, aber die ist dann weggezogen nach der vierten Klasse. Wen meinst du? Salomo. Kannst du das? Oh, die Salome. Ja, die Salome, klar. Genau. Die Salome, die war stimmt, wirklich. Die war, ja, aber Salome. Die sehr stimmt. Ich war in der vierten, war in der dritten, vierten Klasse so ein bisschen in Salome verliebt. Ich auch. Ich auch. Ja, ja. Ich glaube alle. Salome, melde dich mal. Wenn du zuschaust, Salome, Grüße gehen raus. Ne? Stimmt, hier, Alter. Die war aber nicht in meiner Klasse. Die war meiner. Die war deiner Klasse, ja, aber trotzdem. Also, Masi, das schönste Mädchen von der Schule. Die hat neben dir gewohnt. Ja, damals. Ey, ich weiß das schönste Mädchen vom Dorf. Ja, ja. Jeder hat irgendwie so ein schönstes Mädchen in der Klasse der Schule. Und bei dir? Im Dorf. Hast du noch einen Namen im Kopf? Ja, Nora. Nora. So, was denn? Ich will nicht. Was ist die nächste Attraktion hier in Leheim? Ja, also wir haben. Wie heißt denn der Döner hier bei uns? Effe. Effe Döner. Effe. Der hat auch, oder? Super. Der Effe. Ja, ja. Der hat sonst immer. Der ist sogar neu renoviert, glaube ich. Oh, neu renoviert. Dann gehen wir mal hin. Aber da müssen wir hinfahren. Dann gucken wir mal beim Effe vorbei, oder? Einen kleinen Döner? Ja, Bock. Ich hab auch schon. Wir haben lange nichts gegessen. Mhm. Stimmt wirklich. Ja. Und hart gearbeitet. Komm. Ja, komm. Oh, hier, der. Effe Döner. Wie gesagt, und hier bei dem Döner, ich kann ja kurz den Hintergrund erzählen, wir waren eigentlich unsere komplette Kindheit und Jugend, wir waren immer hier jeden Tag gefühlt und vor allem immer wenn, also gesunde Ernährung war ein großes Thema. War jetzt übertrieben. So. aber eigentlich war immer, wenn wir irgendwie ein Video gedreht haben oder irgendwas erreicht haben, irgendwie einen Song aufgenommen haben, danach waren wir immer hier und haben dann auch sozusagen gemeinsam Döner gegessen. So. Komm, wir gehen mal rein. Ich wollte das heute wiederholen. Ja, mehr Eltern, vielleicht wärst du sogar ganz gut. Aber die Jungs haben gesagt, der Döner. Bester Döner. Ohne Spaß. Die lügt. Er hat gesagt, bester Döner in Leheim. Nee. Stimmt, oder? Beste Döner in Leheim. Ich sag nicht. Wenn die sagen, dann. Ja, ich sag immer, bester Döner, den es gibt überhaupt. Bester Döner EU-West. Oh. Ja. Ja. Für mich wird auch nur ein Döner mit alles. Und Knoblauchsoße. Sorry. Ich muss Knoblauch essen. Döner ohne Knoblauch. Nico, was ist das? Für mich bitte ein Falafel-Döner, das wäre sehr lieb. Zweimal für mich auch bitte. Mit ganz viel Knoblauchsoße. Ja, bitte, bei mir auch. Falafel? Ja, bitte. Mit ganz viel Knoblauchsoße. Das ist richtig geil, Alter. Ich hab so Bock auf diesen Döner jetzt. Mann, der ist so. Döner kann was, muss ich sagen. Besser Döner in Leheim. Wie heißen die anderen Dönerläden eigentlich hier in Leheim? Ja, das war's. Nee, muss ich wirklich sagen, schmeckt 1A. Also kann ich verstehen, dass ihr hier eure halbe Kindheit und Jugend verbracht habt. Zwei, drei Wurzelgruppen, dann ja. Weiß jeder. Hallo. Hey, na? Hallo. Na? Was geht? Cool, das ist ein cooler Hoodie. Na? Alles gut. Haben wir uns ja nie getroffen? Echt schon? Hey, na, geht's dir gut? Hallo. Alles gut. Wie alt bist du hier? 11. Oh, krass, eigentlich. Haben wir auch noch hier gewohnt. Einen coolen Hoodie auch. Was? Wie hast du jetzt davon gehört, dass die Jungs hier sind? Ja, das hätte mich jetzt auch mal interessiert. Also eine Freundin war in der Sporthalle und die hat euch gesehen. Und das ist, warte, dann sprichst du dich herum. Das ist im Dorf Telegram-Gruppen. Gibt's eine WhatsApp-Gruppe Lochmann? Nein. Ja. Hast du dich da angerufen und gesagt hier oder angeschrieben, hier komm mal rum? Ja. Aber woher wusstest du? Aber wusstest du, dass wir hier sind beim Döner? Ja, ich hab mir das wahrscheinlich gedacht. Echt jetzt? Nee. Sag ernsthaft, weil das jetzt einfach, du hast einfach. Oha, okay, dann kennt ihr das wirklich gut. Mhm. Also ernsthaft. Das war mega gut. Ich war letztes Jahr in Hahn auf einem Konzert. Ach, du warst auf einem Konzert sogar? Cool. Ja, krass. Na, okay. Mir jetzt hier gefallen? Cool. Ja? Ja. Bestes Konzert, was du überhaupt jemals gesehen hast? Das war das Beste. Ja? Ich hoffe, dass du wiederkommst. Ja, klar. Alles gut. Ich hab mein Handy dabei. Mit Hilfe drauf. Gut, Berlina, dann mach's gut. War schön, dass du uns gesehen hast. Und bis ganz bald. Ja. Bleib gesund. Ja, okay, dann. Tschüss. Ey, komm gut heim, ne? Wie komm her? Ja. Ja, Mann. Tschüss. Tschüss. Mega süß. Das war wirklich richtig süß, ihr Blick. Also, weil die hat das erste Mal gesehen. Moment. Das habe ich jetzt schon öfter gesehen, aber ich muss sagen, das kommt bei mir seltener vor, dass Fans kommen, die dann weinen vor Aufregung. Aber das habt ihr. Das ist mega schön, von Weinen ist einfach so eigentlich die ehrlichste Form von Emotionen und in ihrem Fall wahrscheinlich dann von Freude. Aufregung. Ja, oder vor Aufregung, aber das ist doch, also ich finde es, also es ist eigentlich, wenn jemand wegen dir weint, im positiven Sinne, ist es ein Riesenkompliment. So, das zeigt ja nur, dass es ihr wirklich sehr viel bedeutet und deswegen ist es, das ist total schön, ohne Scheiß. Ist gut. Ja. Ist gut.
Ja, wir müssen noch was für mein Musikvideo drehen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Ehrenpflaume. Ihr werdet eine Menge Spaß haben. Hallo YouTube, wir kennen uns noch nicht lang. Reise quer durchs ganze Land. Es fängt gerade erst richtig an. Ehrenpflaume. Ja, so habt ihr mich genannt. Darum heißt jetzt mein Kanal so. Und dafür einen fetten Dank. Ihr nennt mich Ehrenpflaume, Ehrenpflaume. Dafür einen fetten Dank. Ihr nennt mich Ehrenpflaume, Ehrenpflaume. Dafür einen fetten Dank. Ihr nennt mich Ehrenpflaume, Ehrenpflaume. Dafür einen fetten Dank. Ihr nennt mich Ehrenpflaume, Ehrenpflaume. Ehrenpflaume, Ehrenpflaume. Also Leute, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke. Was für ein Wahnsinnstag mit Heiko und Roman. Vielen Dank, Männer. Ey, also wirklich, ihr habt alles aus mir rausgeholt. Und ich kann euch nur eins sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke. Ja, abonniert. Genau. So. Denkt an die Glocke. Ja, hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Heute ein Tag mit Fabio Wittmeier. Jetzt flexst du auch ein bisschen, ne? Soll ich es euch zeigen? Wow, oder? Stark! Oh. Also Leute, ich muss echt sagen, ich bin echt schwer beeindruckt von dir. Also ohne Witz.